Nachwuchs ist immer eine spannende Sache. Und wenn dieser Nachwuchs auch noch selten ist, gibt es richtig was zu feiern. Und 1700 Personen haben aus über 480 Vorschlägen den passenden Namen ausgesucht. Ja, heute ist die Namenstaufe von unserem Panzernashornbullen, der am 31. August zur Welt kam. War ja wirklich eine Traumgeburt. Die Mutter Rapti hat sich hervorragend um ihren Nachwuchs gekümmert. Und es gab am den ersten ein, zwei Tagen so eine kleine kritische Phase, aber wunderbar überstanden. Und jetzt tobt er hier auf der Anlage rum. Puris Taufgemüsetorte wird allerdings hauptsächlich von Mama Rapti verspeist, denn... Ja, er ist jetzt noch nicht in dem Alter, wo er tatsächlich so Gemüse und Gras und sowas frisst. Er kaut ab und zu mal an einem Blatt rum. Er fängt jetzt langsam an, sich mit der festen Kost anzufreunden. Aber vorwiegend hängt er noch bei der Mutter an der Zitze und ernährt sich dort. Der nimmt pro Tag rund 2 Kilogramm zu. Wir haben jetzt wahrscheinlich ungefähr 100 Kilogramm bei ihm schon auf der Waage. Und als er auf die Welt kam, waren das mal gerade 60 Kilogramm. Also der wird schon ganz schön proper werden. Panzernashörner sind nicht nur selten, sondern vor allem Nachwuchs im Tierpark ist schon fast eine Sensation. Die Panzernashörner gehören mit zu den am bedrohtesten Arten, was die Nashörnerarten angeht. Es gibt in der freien Wildbahn noch so rund maximal 3000 lebende Tiere. In menschlicher Obhut sind es ungefähr 200. Wir sind eine der ganz wenigen Zoos, die überhaupt Panzernashörner halten. Und wir haben weltweit jetzt erstmalig in diesem Jahr einen Nachwuchs auch gehabt. Und der Nachwuchs ist besonders wertvoll, weil seine Mutter, die Rapti, direkt aus Nepal stammt. Aus den 90er Jahren wurde sie nach München gebracht. Und der Vater Nico, der ist im Nebengehege. Und von daher ist Puri genetisch sehr, sehr wertvoll für die Arterhaltung. Und wir sind froh, dass es wunderbar geklappt hat. 25 Jahre hat es gedauert, bis wir hier Nachwuchs hatten. Also es ist wirklich eine lange Durststrecke gewesen. Puri und seine Eltern Nico und Rapti können von den Tierparkbesuchern täglich von 10 bis 17 Uhr im Tierpark Hellerbrunn gesehen werden.